Das Rennen um die Präsidentschaft eröffnet, Sir. Jeden Tag derselbe blöde Witz. Wie kommen Sie bloß auf sowas? Raben und miese Gesellschaft. In Anbetracht des Sicherheitsaufwandes ist dies nicht nur die Versammlung der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt, es ist auch das am besten geschützte Ereignis auf Erden. Willkommen in London, Mr. President. Was ist los? Gar nichts. Nur ein bisschen angespannt. Runter! Ein Angriff hat heute die britische Hauptstadt erschüttert. 5 Staatsoberhäupter der Welt sind nun tot. Bleiben Sie dran! Wir bringen Sie hier raus! Der amerikanische Präsident jetzt! Wird derzeit vermisst. An unsere Freunde im Westen. Barkawi. Nummer 6 der meistgesuchten. Was wollen Sie? Euren Präsidenten. Das können Sie vergessen. Dann geht von diesem Augenblick an jeder Tod auf Ihr Konto. Wir müssen Barkawi finden, bevor er den Präsidenten findet. Wir werden ihn langsam töten und es live senden. Klar, aber dafür brauchen Sie mehr Männer. Ich lasse mich nicht zu Propagandazwecken hinrichten. Lassen Sie nicht zu, dass die mich kriegen. Bevor das passiert, töten Sie mich. Das ist ein Befehl. London ist erst der Auftakt. Stellen Sie sich vor, wie jede Metropole im Chaos versinkt. Euer Präsident stirbt heute Nacht. An jene, die unsere Freiheit bedrohen. Amerika wird aufbegehren. Alles klar, und los! Und täuschen Sie sich nicht. Wir werden Sie finden. Und wir werden Sie vernichten. Mike, wir holen Sie da raus. Los, los, los! Auf dem Dach, 3 Uhr! Bereit machen für Einschlag. Oh mein Gott. Bereit? Es ist soweit.